Frau Friedli, 4:0 im Kellerduell. Ihr habt vieles richtig gemacht, habt vieles erzwungen. Wie haben Sie den Match von hinten, von ganz weit hinten gesehen? Also zuerst einmal bin ich mega stolz auf die Mannschaft, wie wir das also gespielt haben. Klar, es ist sicher auch einiges für uns gelaufen in diesem Spiel, aber das Glück haben wir uns irgendwo auch müssen erarbeiten in den letzten Wochen. Wir mussten ziemlich unten durch müssen, viele Spiele ohne Punkte. Vielmal auch knapp ohne Punkte wieder heim müssen. Und darum bin ich mega stolz, dass wir das heute so angebracht haben. Sie selber haben auch recht viel beigetragen jetzt zu diesem Sieg. Nach der Pause gibt es eine grossartige Chance für GC. Sie haben die und dort den Anschluss eigentlich für GC mehr oder weniger unmöglich gemacht. Wie haben Sie die Situation gesehen? Ich habe schon, wo sie sich da links durchgetankt haben, habe ich gesehen, dass Bettina am langen Pfosten ziemlich frei steht und habe nachher probiert, den Winkel ein bisschen zu verkürzen und habe dann eigentlich auf den Kurz spekuliert und habe dann noch reagieren und ja, wir haben es letzte Woche in Thun erlebt, was passiert, wenn man das 3-1 überkommt und bin natürlich froh, dass ich da der Mannschaft auch ein bisschen helfen konnte. Sie sprechen gerade das lustige Spiel an, also lustig für mich, von aussen. Man führt 3:0, gibt 3-3 und dann gewinnt man sogar noch in der regulären Spielzeit 5-3. Was war dort anders gewesen als heute zum Beispiel? Ja, das sind sicher Erfahrungen, die uns dann heute vielleicht geholfen haben. Wir haben uns auch dort wirklich vorgenommen in der Pause, dass wir nichts zulassen. Dann ist dann ziemlich schnell das 3-1 gekommen, nachher durch den Penalty das 3-2. Dann war Thun natürlich gut im Spiel gewesen und bei uns haben zum Teil ein bisschen Knie geschlottert. Aber das sind Erfahrungen, die die Mannschaft machen muss, die uns auch stärker machen. Und zum Glück haben wir es heute dann besser angebracht. Reden wir kurz über Serena Friedli persönlich. Nicht jeder macht das. Geht seine komfortable Position als Nummer 1 beim grössten Team in der Schweiz so viele Titel auf und geht zu einem anderen Team, das viele Umbrüche hat und muss das führen. Was ist die neue Rolle für Serena Friedli und warum sind Sie jetzt bei IB? Also zuerst einmal war ich überzogen gewesen, vom Staff bei IB, von den Spielerinnen, von der Mannschaft. Ich hatte wirklich so ein das Bedürfnis, eine neue Herausforderung, eine neue Rolle anzunehmen. Ich bin natürlich als Nazi-Spielerin zu IB gekommen und dementsprechend erwartet man auch Leistungen von mir. Und ja, ich denke gerade so ein Spiel wie heute, wo ich wirklich dann auch die Mannschaft mal kann, im Spiel haben kann, das ist sicher ein Anreiz für einen Goalie. Und ja, zudem das Studium, wo näher ist zu Bern, wo ich einfach das Pendeln nicht auf mich nehmen wollte, weil ich weiss, dass das einem ziemlich kaputt macht. Und ja, einfach so, meine Gesamtsituation hat das so hergegeben und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Sie sprechen gerade an, Sie sind Nationalspielerin, Sie sind in Belgien dabei gewesen, wichtiges Playoff-Spiel. Sie gehen jetzt auf Utrecht, Sie gehen dort zu Schaffhausen, an das alles entscheidende Spiel. Wie erlebt man das als Nationalspielerin und als Mannschaft, den ganzen Druck? Wie geht man mit dem um? Ja, wir wissen natürlich, um was es geht in diesem Spiel. Wir haben eine grosse Chance in Schottland und in Polen, die wir leider nicht haben können nutzen und wir werden jetzt alles in die Waagschale werfen, um das gleich noch zu schaffen. Wir wissen, dass mit Holland natürlich ein sehr starker Gegner auf uns wartet. Aber wir haben auch gegen Belgien gezeigt, was wirklich möglich ist mit dieser Mannschaft. Und wir gehen auf Holland, nicht von vornherein denen das Ticket zu schenken, sondern wir werden alles reinwerfen und werden uns das Beste geben und am Schluss schauen, für was es langt. Danke vielmals. Danke. Herr Kelle, unerwartetes Killer-Duell zwischen GC und den Young Boys. Und sie verlieren dann mit 4:0. Ein sehr schwieriger Spielverlauf. Die Mannschaft steht unter Druck und dann gibt es noch den Platzverweis gegen die Torfrau und den Elfmeter und alles zusammen. Was ist das Fazit für den Trainer? Tja, ich denke mal, jeder, der auf meiner Seite mal gestanden hat, weiß, dass das ein bisschen unglücklich gelaufen ist heute. Heute kam alles zusammen, was man so sich vorstellen kann. Pechernde Füße und dann halt vielleicht auch in der zweiten Halbzeit der Elfmeter hätte auch für uns noch mit gepfiffen werden können. Weiß nicht, ob man da mit 2-1 nochmal wieder frischen Wind kriegt, obwohl man mit einer Frau weniger auf dem Platz steht. Ich kann nur sagen, wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt und denke auch, dass wir in der ersten Halbzeit zumindest bis zum Platzverweis auch verhältnismäßig noch gut gespielt haben. Bis auf die Tore, die waren
einfach unclever gemacht. Die hätte man besser verteidigen müssen, aber okay, beide Mannschaften wollen Tore schießen und wenn man vorne jemanden dann frei zum Schuss kommen lässt, dann nutzt sie natürlich auch ihre Chance, wenn sie es kann. In der zweiten Halbzeit kommen sie sehr stark ins Spiel. Nach 7 Sekunden diese Chance von Bettina Brüllhardt, die hätte vielleicht auch das Spiel mitentscheiden können. Der pariert Serena Friedlich sehr gut und dann fängt sie hier Team. Spielt besser mit 10 Spielerinnen. Warum konnte man das gleich nach dem Platzverweis nicht auch schon durchsetzen? Naja, da ist ja dann auch erstmal der Schock da, weil nicht nur der Platzverweis da ist, sondern auch die Verletzungen da. Man weiß noch nicht genau, wie schlimm die Verletzung ist. Und ja, dann müssen sich die Spielerinnen natürlich auch erstmal irgendwo, fangen und mit umgehen können. Und das, denke ich mal, in der zweiten Halbzeit, nachdem sie sich mal 15 Minuten beruhigen konnten in der Kabine, hatte man dann auch sich gefunden und hat dann dementsprechend auch richtig gut gespielt. Sie sprechen die Verletzung an. Ihre 2 Stammtorhüterinnen sind jetzt verletzt. Die junge Torhüterin, die Sie heute ins Spiel gebracht haben, hat aber sehr gut gespielt. Müssen Sie sich da weniger Sorgen machen? Naja, ich sag mal so, die andere Torhüterin, die verletzt war, die wird sicherlich jetzt zurückkommen, hat heute ihren Einstand gegeben in der U19. Und klar, sie wird dann auch im Training sich zeigen müssen. Zora hat das gut gemacht. Für so eine junge Torhüterin, die ins kalte Wasser geworfen wird, bei so einem Rückstand von 0-2 dann auch noch parat zu sein für die Mannschaft und Rückhalt zu geben, ich denke, das hat sie ganz gut gemacht. Wie sieht die Analyse der Saison aus? Wir haben 6 Spiele und nur 5 Punkte. Damit hat man nicht gerechnet, nehme ich an. Wie reagiert man jetzt darauf, dass man bis zur Winterpause wirklich viel Platz aufholen kann? Naja, wir werden weiter konzentriert arbeiten und ich denke mal, man hat gesehen, dass wir heute eigentlich spielerisch auf einigen Positionen sehr, sehr gut aufgestellt sind und generell auch als Team sehr gut gefunden haben uns und werden dann natürlich, man muss ja auch mal bedenken, dass wir einige Spielerinnen, die letztes Jahr Top-Stammspielerinnen waren, die müssen wir ersetzen im Moment und dafür macht es das Team gut. Klar, die Ergebnisse braucht man nicht drüber reden, jeder Verein, jeder Coach wünscht sich anders. Wir werden einfach konzentriert weiter arbeiten und ich denke, dass wir auch irgendwann dahin kommen, dass wir unsere Spiele dann auch mal gewinnen, wie jetzt heute das einfach IB auch gemacht hat. Was hat denn bisher so gefehlt? Ich meine, spielerisch bringen sie auch was auf den Platz. Im Cup geht alles rund, aber irgendwo die kleinen Differenzen, die machen es aus. Wo sind die? Ja, das ist sicherlich hier und da nochmal ein bisschen Nervosität für gewisse Dinge. Und wir müssen einfach schneller nach vorne kommen, damit wir unsere Chancen vorne dann dementsprechend auch vernünftig ausspielen. Und am Ende, wenn man mal die Spiele alle jetzt betrachtet, muss man ganz klar sagen, dass wir unsere Chancen, die wir uns super herausgespielt haben, und da rede ich nicht davon, dass der Gegner irgendwo einen Fehler gemacht hat, sondern gut herausgespielte Kombinationen, die müssen wir einfach nutzen. Und die dürfen wir nicht hier auf dem Platz liegen lassen und der Gegner freut sich dann. Herzlichen Dank. Sie kommen da das Keller-Duell da gegen GC unerwartet eigentlich, dass ihr beide so tief unten sind und müssen reagieren. Es ist 4-0, es läuft viel richtig, sie machen in der Pause am Anfang immer mehr Druck und erzwingen dann auch einen Platzverweis, einen Penalty, all das. Was ist heute richtig gelaufen und in den letzten paar Matchen nicht? Wir wachsen zusammen. Es bildet sich eine Truppe, die zuerst lernen musste und auch weiter wird müssen lernen, umgehen mit Situationen, mit schwierigen Situationen, wo wir müssen dort Lösungen finden müssen. Ist sicher heute mehr oder weniger für uns gelaufen, gerade in der Startphase, wo wir viel aber auch haben können selber erzwingen, wirklich als Mannschaft. Und wenn du es nachher mehr oder weniger im Griff hast, das einigermaßen gut kannst abspulen, dann ja, gibt es am Schluss eine sichere Sache, so wie das heute. Ja. Es ist nicht so erwartet, dass ihr die Saison so hart anfängt, auch wenn natürlich viele Abgänge waren. Wie wichtig ist es für Sie, dass Sie das Team aufholen und es dann auch dazu bringen, dass es halt weiss, wie reagieren auf Fehler, auf mögliche Begebenheiten in einem Match? Man muss natürlich schon auch die Tatsachen wirklich auch anschauen. Heute am Schluss sind 7 Spielerinnen auf dem Feld gestanden bei uns, die alle 7 letzte Saison noch nicht mal bei uns waren.
die Umbrüche, die brauchen Zeit für die ganze Rollenbildung, für das ganze Gefüge, für klarzustellen, auch, wie möchten wir mit den Fehlern umgehen. Was für ein Vertrauen müssen wir in dieser Situation auch ineinander haben? Wenn ich einen Entscheid fälle, muss ich wissen, 10 andere tragen den Entscheid mit, egal ob es vielleicht sogar noch einen besseren gegeben hätte. Okay. Und das sind aber Sachen oder Werte, die man zuerst wieder kreieren muss. Das braucht seine Zeit. Das wird noch die ganze Vorrunde dauern. Wir werden ein bisschen schlechtere Matches wieder haben, wieder ein bisschen bessere. Die Stabilität ist einfach logischerweise im Moment noch nicht gleich vorhanden wie letzte Saison. Sie spielen ja ein bisschen mutig. Sie haben ein Team, das sehr viel rotiert im Angriff. Denken Sie, wenn Sie dort vielleicht klarere Positionszuteilungen hätten, hätten Sie vielleicht weniger Mühe gehabt zum Start in dieser Saison? Gebe ich zu, das könnte durchaus sogar sein. Es ist einfach eine Frage von der Herangehensweise. Sage ich als Trainerin, es ist mir kurzfristig wichtig, zum Punkt zu holen. Oder sage ich als Trainerin, sage mir als gesamter Staff, uns ist wichtig, dass die Spielerinnen mutig spielen, dass sie verschiedene Lösungen bieten, dass wir die Flexibilität haben vorne. Und ich bin der festen Überzeugung, langfristig gewinnst du so mehr Matches. Und da haben wir uns ganz bewusst auch diese Saison wieder für die langfristige, konstruktivere Lösung entschieden. Und gehen da halt auch den einen oder anderen Punktenverlust am Anfang damit ein. Reden wir gerade über Langfristigkeit. Sie sind jetzt eine der wenigen Frauen, die im Schweizer Frauenfußball im Zentrum steht als Trainerin. Wie wichtig ist es, dass wir auch Frauen die Chance geben, so Teams zu übernehmen und auch wirklich sich zu zeigen, sie zu ermutigen, dass sie auch dort die Führung übernehmen? Das ist wahrscheinlich auch etwas anderes, wenn ein Mann das Frauenteam trainiert und eine Frau. Wie sehen Sie das? Ich hatte selber als Spielerin Trainerinnen und Trainer gehabt. Und ja, tatsächlich könnte ich nicht ein klares Zeichen oder ganz klar sagen, das war eher so wie eine Frau Coach oder wie ein Mann. Ich finde es selber persönlich auch schade, dass es nicht mehr Frauen dabei hat. Das ist sicher einerseits dem ein bisschen geschuldet, dass es tatsächlich jetzt gerade in den höheren Ausbildungsstufen auch weniger Frauen hat in der Ausbildung oder wenig. Dort geht es darum, denke ich, dass gewisse Leute oder dass die Vereine, so wie jetzt zum Beispiel GC mit Alex Zawasch, wirklich auch sagen, wir setzen auf die ehemaligen Top-Spielerinnen. Wir setzen auf Spielerinnen, die jetzt die letzten paar Jahre, wo der Frauenfußball geht, in der Ausbildung extrem an Qualität zugenommen hat. Dass die Vereine sagen, auf diese Frauen setzen wir, wir vertrauen ihnen, wir glauben, dass sie das können. Da braucht es aber starke Männer, die die Entscheide fällen müssen, für die Frauen stärker zu machen. Weil es die Frauen in den Führungspositionen so auch in den Vereinen nicht gibt. Was denken Sie, steht jetzt für Ihr Team noch an, für den Rest von der Saison? Sie haben jetzt wichtige 3 Punkte geholt, aber wir reden immer noch von 7 Punkten aus 6 Matches. Sie sind irgendwo im Mittelfeld, egal was heute oben noch passiert, in den anderen Teams, viel weiter rauf geht es nicht. Was ist die erste Hürde, die wir nehmen müssen, damit ihr könnt nach dem Winter dann auch wirklich oben einsteigen? Ich sehe das recht pragmatisch im Moment. Und tatsächlich schauen wir einfach Spiel für Spiel. Also, ob wir heute gewonnen oder verloren hätten, ich bin uns nicht sicher, ob ich würde anders das Spiel vorbereiten vom nächsten Wochenende. Wenn man so viel Wechsel hat, dann befindet man sich in einer gewissen Phase in der Ausbildung, befindet man sich in einer gewissen Phase ein bisschen mehr Risiken. Im besten Wissen für die Zukunft kann das mehr Gewinn sein. Darum freue mich auf die nächsten Monate, was sich entwickeln wird. Und ich würde mich im Januar auf den Test rauslassen und sagen, das liegt Ihnen diese Saison. Danke vielmals.